Jodie. Meine kleine Prinzessin. Oh. Oh, lass mich dich ansehen, Kleine. Oh mein Gott, was für eine wunderschöne junge Frau steht da jetzt vor mir. Genauso bezaubernd wie immer. Voller Sorgen und verloren. Wie bei unserer ersten Begegnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich vermisst habe. Und? Wie geht's, Aiden? Oh ja. Schön, dich zu sehen, Bruder. Kommst du mit? Oh ja. Ich war besorgt. Sie suchen nach dir. Ich musste weglaufen. Ich hatte keine Wahl. Und du? Woran arbeitest du? Ich bin Chef einer Laborgruppe. Wir klassifizieren Typen von Existenzen, suchen verschiedene Spezies. Sowas in der Art. Es hat keine hohe Priorität, aber ich kann tun, was ich will. Tja. Wie geht's Nathan? Oh, er ist der Big Boss hier. Er leitet die DPA. Er hat es wirklich sehr weit gebracht seit der Zeit in unserem Labor. Gab es einen Durchbruch bei der Infrawelt? Oh, da stecken Millionen im Bau des neuen Kondensators. Der mächtigste, der je gebaut wurde. Natürlich war das erst möglich, als die Army mit ins Boot kam. Was ich dir erzählt habe. Hast du was rausgefunden? Am Tag deiner Geburt bekam eine Nora Gray ein Kind im DPA-Krankenhaus. Angeblich war es eine Totgeburt. Was weißt du sonst noch über Nora? Nicht viel. Ich weiß nur, dass sie bei einem DPA-Forschungsprogramm mitgemacht hat, vor etwa 20 Jahren. Auch sie war begabt. Wo ist Nora jetzt? Sie wurde eingewiesen in eine psychiatrische Anstalt. Und zwar direkt nach der Geburt. Laut ihrem Profil müsste sie immer noch dort sein. Meine Mutter ist in einer Klapsmühle seit 24 Jahren? Ich meine, warum? Was war los? Es stand leider nicht in der Akte. Es tut mir so leid. Ich muss sie sehen. Jodie, ich weiß genau, was du fühlst, aber sie ist in einer psychiatrischen Anstalt. Du bekommst vielleicht nicht die Antworten, die du gerne willst. Ich suche nicht nach Antworten. Ich will sie einfach sehen. Ich meine, verstehst du nicht? Sie ist meine Mutter. Wenn ich ihr gegenüberstehe, sehe ich vielleicht, wer ich wirklich bin. Jodie. Das ist eine Hochsicherheits-DPA-Einrichtung. Und du wirst gesucht. Von jeder einzelnen Strafverfolgungsbehörde des Landes. Die werden dich da nicht einfach so reinlassen. Nichts wird mich davon abhalten, sie zu sehen. Cole. Du hast sehr viel riskiert, um mir zu helfen. Danke, Cole. Hey! Du glaubst doch nicht etwa, dass ich dich da ganz allein gehen lasse. Und damit herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Der gute Cole ist wieder bei uns. Schön, ihn wiederzusehen. Und erfahren wir hier vielleicht etwas über unsere leibliche Mutter? Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt.
Und cool, dass Cole wieder mit am Start ist. Das freut mich. Tja, dann mal hinein da. Was ist die Möglichkeit? Das funktioniert immer. Hi, ich möchte zu Nora Gray. Kann ich erst Ihre Erlaubnis sehen? Können Sie mir helfen? Hören Sie, sie ist meine Mutter. Und ich habe sie nicht gesehen seit... Tut mir leid, alle Besucher brauchen den korrekten Erlaubnisschein. Ach Mensch. Und jetzt? Cole, hast du einen Plan vielleicht? Nee, scheint nicht so. Tja, wir waren höflich. Wir können auch anders. Mein Freund. Du lässt uns doch sicher vorbei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du uns helfen möchtest. Hey, in welchem Zimmer liegt sie denn? Ich find's raus. Dann wollen wir mal gucken. Nora Gray. Treffer. Nora Gray, 7. Stock, Zimmer 43. Das werden wir schon finden. Ich danke dir, Kumpel. So weit, so gut. Na, ganz toll. Und jetzt? Sollen wir den übernehmen, oder? Was jetzt? Aiden. Öffne irgendwie diese Tür. Alles klar. Können wir das einfach so tun? Ohne weiteres? Ja, genau das dachte ich mir noch. Mist, du musst zuerst die Wache ablenken. Okay, das werden wir auch noch hinkriegen. Sieh dich mal um. Guck mal da. Stimmt was nicht. Wieso kann ich jetzt die Tür nicht öffnen? Das wäre doch der perfekte Moment gewesen. Komisch. Sonst noch was hier? Vielleicht hier hin? Muss irgendwas geben. Ich bin dabei. So. Sehr gut, Aiden. Jetzt mach die Tür auf. Komm schon. Alles erledigt. Los. Los, los, los. Gibt nicht viel zu sehen. Es muss irgendwas geben. Ja, irgendwas. Aber was? Irgendwie müssen wir hier doch durchkommen. Schauen wir uns ein bisschen um. Ah, hier oben habe ich was gesehen. Eine Kamera. Das war sicher schon mal gut. Aber noch nicht genug. Ist auch eine Kamera. Nein, er ist zu weit weg. Mist. Und jetzt? Wir können auch hier nicht die Stühle umwerfen. Das bringt doch nichts, oder? Aha. Ah, dann kommt er näher. Oder auch nicht. Der Typ macht nicht auf. Hey, du Schlafmütze! Mach doch mal auf! Kommst du? Verdammt! Können wir hier irgendwas tun? Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Vielleicht durch das Fenster werfen? Naja, hat nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte, aber er kommt. Hallöchen! Ich muss dich leider kurz missbrauchen, Kumpel. Tut mir leid. Aber ich brauche dich für meine Zwecke.
Super. Danke dir. Gleich mal ausgeschaltet, der arme Typ. Auf jeden Fall das hier noch mitnehmen. Könnten wir sicher gebrauchen. Okay, Zimmer 43. 36. Die Kamera hier ist umgedreht. Sehr gut. Scheiße. Geisteskranke macht mir Angst. Finden wir Zimmer 43 und dann weg hier. Alles klar. Vielleicht gibt es hier noch mehr Kameras. Vorne habe ich doch schon wieder welche gesehen. Ach, die muss ich dann nicht mehr umdrehen, oder wie? Hey, warte, Cole! Kann ich die wirklich nicht umdrehen? Doch, hätte ich doch können. Halt! Obwohl, irgendwie so viel bringt das auch nichts, oder? Naja, egal. Zum Teufel ist denn Zimmer 43? Ich hab's gefunden, Jody. Ich komme, ich komme, ich komme. Jody, ich bin hier. Ja, ich bin ja da, Cole, ich bin ja da. Doch, wir gehen rein. Mom, ich bin's. Jody. Ich bin deine Tochter. Hilf mir ein. Und der Vater, beide sind begabt. Ist Ihnen denn eigentlich bewusst, wie bedeutend das Baby ist? Das wird nicht möglich sein, Nora. Lassen Sie uns doch alles regeln. Es ist das Beste, Sie wissen das. Aber Sie ist mein Baby! Bringt sie mir! Ich hab's mir überlegt! Ich will mein Baby! Beruhigt uns bitte! Bitte! Bringt das ich Baby will hier raus. Sie sehen! Bitte, bitte, lasst mich zu ihr! Ich will mein Baby! Sie besitzt womöglich auch spezielle Fähigkeiten. Sagen Sie nur, sobald irgendetwas Ungewöhnliches passiert. Erhöht die Dosis. Macht es so, dass sie nie wieder ihr Bewusstsein erlangt. Tut mir leid. Es tut mir leid. Es war meine Schuld. Wie krass ist das denn, ey? Was willst du mir zeigen? Zerstör das Ding, Aiden! Zerstör es jetzt! Thank you.
Meine Tochter. Ich würde dich nie wiedersehen. Ich hab dich so vermisst, Joan. Ich hab dich so vermisst. Was ist passiert? Was haben sie mir angetan? Die Drogen, die ich bekam, hielten mich in dieser Hölle fest. Ich kann nichts dagegen tun. Ich warte nur auf das Ende. Nein, ich werde dich hier rausholen. Ich werde dir helfen. Das geht nicht, Jodie. Es ist zu spät. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Nichts wird das je ändern. Das ist ja echt übel. Ich glaube, wir können hier nichts mehr tun. Die arme Frau, das ist schon mies, was sie mit ihr angerichtet haben. Sollen wir noch bleiben oder sollen wir gehen? Vielleicht gibt es ja doch noch was. Ich glaube es zwar nicht. Ich glaube, wir haben alles sehr gut unter die Lupe genommen. Und vielleicht noch mit ein. Was haben wir denn hier? Alter Schwede! Oh shit, ist das jetzt schwer. Das ist jetzt echt schwer. Sie ist nicht mehr richtig bei Bewusstsein. Leben tut sie sowieso nicht mehr wirklich. Sollen wir es beenden oder sollen wir es nicht beenden? Wie wird sich das auf Jodie auswirken, wenn wir es hier jetzt ein für alle Mal beenden? Oder sollen wir es einfach sein lassen? Das ist mies. Das ist echt immer hart, so eine Entscheidung. Aber ich glaube, wir beenden es, weil... Guckt sie euch an. Sie steht so unter Drogeneinfluss, dass sie nichts mehr fühlt. Sie ist einfach seit 24 Jahren in dieser Einrichtung. Und starrt nur noch so in die Welt. Sie kann nicht mehr richtig denken. Sie sieht nicht mehr, was um sie herum geschieht. Sie nimmt gar nichts mehr wahr. Und sie hat selbst gesagt, sie wartet nur noch, bis es vorbei ist und... Vielleicht ist es besser, wenn es jetzt vorbei ist. Ich glaube, es ist das Beste, denn ich würde so auch nicht mehr weiterleben wollen. So ist sie frei. Ich hoffe, es war das Richtige, das zu tun. Ich werde immer bei dir sein. Ich glaube, es war das Beste. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr getan hättet. Das war's nun endgültig. Gehen wir. Nein! Ach, das gibt's doch nicht, ey. Wie fies.
Tja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Und die Entscheidung war echt nicht leicht. Also wie gesagt, schreibt doch mal unten in die Kommentare, was hättet ihr getan? Und weshalb hättet ihr euch anders entschieden oder genau gleich wie ich? Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao!